So, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagmorgen. Ich stelle mal die Frage, was würden unsere Ahnen sagen, wenn sie uns heute so sitzen können, sehen könnten, wie heute? Das wäre zum Beispiel ein Stuhl von einer unserer geliebten Menschen, den wir verloren haben. Nicht, weil er irgendwie verunglückt ist, sondern weil sein Leben abgelaufen ist, weil er sein Alter gehabt hat. Was meint ihr, was würde der zu mir sagen? Der würde zu mir sagen, Robert, was ich früher gemacht habe, hätte ich heute ganz anders gemacht. Und mein Wunsch wäre auch, dass du mehr daraus machst, als du gemacht hast. Und wir alle wissen, die Familienaufstellung kennen, dass wenn wir unsere Ahnen in der Aufstellung reinholen, dass sie oft ganz, sag mal, anders reagieren, als wir uns vorgestellt haben. Und warum? Warum? Ganz einfach, weil sie waren nicht mit ihrem Leben so zufrieden und wir sind heute auch mit dem Leben nicht zufrieden, sonst wären wir nicht da und würden eine Aufstellung machen. Es heißt, irgendwas blockiert uns. Und wo ich darauf hinaus möchte, ist, wenn wir mal so schauen in den Aufstellungen, wenn wir Onkel, Oma, Opa, Bruder hineinholen, dass sie sich verändern. Sie stehen erst da, der eine guckt hier in die Geschichte rum, der andere da, der andere sagt, das kann ich nicht ab, dies könnte ich nicht ab und das möchte ich nicht. Und wenn wir dann so richtig in Schwung gekommen sind mit der Aufstellung und gewisse Passagen vorgegeben haben, dann merken wir, dass diese zwischenmenschliche Beziehung immer besser wird. Was sagt uns das? Das sagt jeder Ahne, der gelebt hat, hat ein Konto. Hat ein Konto des Seelenheils. Und dieses Konto möchte bearbeitet werden. Manchmal kommt es vor, bei medialen Menschen, dass sie Kontakt zu ihren, sag mal, Ahnen haben, dass die Oma oder der Opa zu ihnen spricht und sagt, Mensch, du, geh hin, komm in Quark, mach was. Und hier bei dieser Arbeit sehen wir immer wieder, dass sie sich auch verändern. Bei der nächsten Aufstellung kommen viele bei mir und sagen, du, mein Opa oder meine Mutter, die verstorben ist, hat sich ja in der letzten Aufstellung ganz anders verhalten wie heute. Wie kommt das? Ja, weil sie ihr Seelenkonto bearbeitet hat. Das heißt, sie hat was losgeworden, sie hat was gelöst, sie braucht das nicht mehr weitertragen. Wir werden auch im Himmel, wie man so schön sagt, weiterlernen. Wir stagnieren zwar, aber wir lernen weiter. Aber uns kann nur geholfen werden, wenn wir das, was wir hier haben, lösen. Das heißt, unser Problem, unser Karma, was wir mitgebracht haben, sollte eigentlich in dem Leben, wo wir sind, gelöst werden. Das haben wir aber nicht geschafft und wir nehmen es mit. Aber es ist auch nicht schlimm drum. Wie viele Omas, Lieblingsomas, Opas, Onkels haben sich so bemüht? Wie viele, sag mal, Urgroßomas haben ihre Enkel groß gemacht? Weil die Eltern nicht in der Lage waren, sie groß zu ziehen. Das heißt nicht, dass es schlechte Eltern sind, sondern einfach, die waren nicht in der Lage. Und wir merken ja oft auch, dass wir nicht immer in der Lage sind, das zu bringen, was man eigentlich bringen sollte. Und wenn jetzt die Oma jetzt oben guckt und sieht, du, ich habe erstmal meine eigene Ehe geführt, ich habe meine Kinder großgezogen, jetzt ziehe ich auch noch meine Enkelkinder groß und ich möchte, dass es denen besser geht. Denen besser geht als mir. Und wenn sie jetzt ihre Arbeit geleistet haben und sie ihr Leben zu Ende haben und sitzen oben, gucken unten zu und sehen, wie sich immer der Junge oder das Mädchen sich quält, dann fragt die Oma sich, du, war meine Arbeit eigentlich umsonst, die ich gemacht habe? Das denken viele. Und die sagen, ich habe mir so viel Mühe gegeben, um dir einen vernünftigen Start zu geben, um dir, sag mal, das zu geben, was du brauchst. Auch wenn deine Mutter dir das nicht geben konnte, habe ich dir so viel gegeben, dass ich sie ersetzen konnte. Und jetzt kommt die Oma und dann oft kommt der Impuls, wo man sagt, wo die Oma zu dem Enkelkind sagt, du, dass meine Arbeit nicht umsonst gewesen ist, lass es bitte krachen für dich. Erst dann hat meins einen Sinn gehabt. Und wenn jetzt diese Tochter oder dieser Sohn oder das Enkelkind es krachen lässt im Leben, dann geschieht was Gigantisches. Die Oma sitzt oben und freut sich, was das Zeug hält, und ihr ebenso. Und bei nächster Aufstellung, wenn wieder ein Thema kommt, wird die Oma anders vorfinden.